Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, Mac Burago, und diese Therapie hier ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Mafia, Mafia 1, dem schicken, tollen Gangster-Movie-Spiel und Taxi-Simulator. So, wir haben jetzt die nächsten Fahrgast aufgenommen. Die Gute möchte nach Central Island zum Theater. Da wollen wir jetzt auch hin. So, und das Schlimme bei der Dame ist, sie meint unbedingt zu wissen, wie man unseren Job macht. Heißt in dem Fall, sie meint, wir sollten über die Giuliano Bridge fahren. Naja, weiß ja nicht. Leute sind immer ganz doof, wenn sie meinen, da war zum Beispiel Polizei. Wenn sie meinen, dass sie den Job besser können, als die Leute selber und dem Taxifahrer vorschreiben wollen, wo sie lang müssen. Hoppala, sie dürfen nicht zu schnell werden. Ich habe keinen Bock auf ein Ticket. Weil das wird nämlich nervig. Zum Glück gibt es kein Kapital, wo wir pleite gehen können, aber trotzdem, es hält auf. Oh. Weil ich das Ganze schon ein bisschen öfters jetzt spielen musste, weil es immer wieder irgendwelche Probleme gab, vollgelaufene Festplatten, nicht gestartete Kameras, also das übliche Desaster eines Let's Players. Als solches habe ich schon ein paar Runden mehr gedreht. So. Aber das kann doch für euch von Vorteil sein, da geht es ein bisschen schneller, da weiß ich, kenne ich mal den Weg. Übrigens, das hier ist die Giuliano Bridge. Hätte man kaum gedacht. Und da wartet dann der nächste Fahrgast. Ein paar Fahrgäste haben wir leider noch vor uns, bevor es dann richtig losgeht mit der Action. Aber so ist das Leben nun mal als Taxifahrer und noch nicht Mafiosi. Oh. Vorsicht hier weiter lang rum. Auch hier mal abbiegen jetzt vorsichtig. Okay, da vorne wartet nämlich schon der Nächste. Okay. Halten vorm Hydranten ist hier kein Problem. Auf Wiedersehen. Hallo Geld. Tschüss Dame. So, der Nächste, der sieht aus wie ein Partymaus, wie ein Partygänger. Na, wo will der wohin? Wir werden es gleich wissen. Guten Tag, ich muss nach Hoboken zur Pompeii Bar. Na klar, auf geht's. Partys. Gibt's eine Uhrzeit? Da oben ist eine Uhrzeit. Da haben wir eine Uhrzeit. 1:30 und schon auf dem Weg in die Kneipe. Naja. Jedem der Seite, würde ich sagen. Technisch weiß ich auch schon wieder den Weg. Wir müssen wieder zurück. Die Giuliano Bridge hier ist grün, ganz deutlich. Und hier lang rum. Und da vorne haben wir ein Polizeiauto. Alter, was fahrt ihr denn hier für eine Kelle? Oh, kostet Nerven. Die Polizei macht vor, die Depp macht nach. Warum geht der nicht in die Bar? Die ist auch hübsch. Naja. Das war damals auch so das Problem. Leistung war nicht. Ein bisschen Brücke und es war Stillstand. Wobei hier der Falcon ist das, glaube ich. Mit der Kopffarbe ist Taxi. Läuft ja. Übrigens das gleiche Fabrikat fahren auch die Cops hier. Oh, hier, interessant, Drehzahlmesser. Genau das wollte ich vermeiden. Problem ist nur, oh, mal aussteigen jetzt hier. Da hatte ich auch schon Probleme gehabt, da ist er erst weggebackt. Das war nochmal eine neue Aufnahme. Da war auf einmal der Kopf weg. Konnte nichts mehr machen. Okay, kein Problem. Hier ist das Geld. Da seht ihr ja mal, wie das so aussieht, wenn man sein Ticket bezahlt. Ich hoffe, das kommt nicht wieder vor. Hängt an euch. Nicht an mir. Fahrt einfach woanders lang. Okay, und weiter. Oh. Da steht's auf Falcon Yellow Cab. Wo man jetzt natürlich tierisch aufpassen muss. Da ist eine Ampel. Hoboken, da wollen wir auch hin. Gib Gas, Jungs. Fahrt doch mal zu. Der schneidet noch mal kurz die Kreuz. Da fällt einem nichts mehr ein. Die fahren wie die Säue, ja. Oh, und der kriecht da. Schaffen wir es noch hier spontan rum? Nein, der Kleintransporter aller 30er biegt ab. Das ist schön. Oh, hier lang rum.
Oder vorne müssen wir nämlich dann gleich rechts abbiegen. Hier im Map sieht man da Hoboken lang runter. Aber ein bisschen, ne? Hoboken lang runter und dann fahren wir da die nächste auch wieder rechts. Ganz tückisch sind die Berge hier. Weil wenn man da nicht aufpasst, ist man ganz schnell zu schnell. Und zwar richtig zu schnell. So im doppelten Sinne. Ja, big up, das ist schön. So, was habe ich gesagt? Die nächste rechts rein. Da fahren wir auch die nächste rechts. Oh, hier lang rum. Ohne den zu titschen. Boah, ist das anstrengend hier. Eigentlich wollte ich Mafiosi sein. Jetzt muss ich noch richtig arbeiten. Naja, der Job ist auch fast erledigt. Das ist unsere vorletzte Fahrt. Und der Herr möchte nämlich... Zum Eingang, bitte. Tata. Hier, bitte. Stimmt so. Das ist schön. So, da kommt noch der nächste und zum Glück auch der letzte Fahrgast. So viel kann ich ja schon mal spoilern. Ich muss zum Kaufhausparkplatz in Little Italy. Sind Sie frei? Kein ja. Problem, fahren wir. Ja, dann fahren wir auch mal. Nehmen Sie bitte die Giuliano Bridge und dann den Tunnel. Das ist am kürzesten. Das Problem bei der Kackbohne ja schon wieder, die uns wieder erzählt, wie wir fahren wollen, ist planlos. Weil aus Hoboken müssen wir erstmal rauskommen. Oh. Oder gibt es halt nicht viele Möglichkeiten. Und eine davon ist hier lang rum. Ja, fahr doch mal. Katastrophe. Weil der würde mich gleich rummeckern, dass wir falsch fahren und uns nicht auskennen. Dabei kennen wir uns aus, das war besser als er. Und vielleicht sind wir nicht nur auf dem Highway, sozusagen auf der großen Straße. Blicke sind Polizeiwege, irgendwie da vorne steht einer. Ja, ich sagte, die Giuliano Bridge. Also, genau. Kennen Sie die nicht? Das ist, was ich meine. Wir fahren Richtung Central Island über die Giuliano Bridge. Das ist ja unser Plan. Aber er meint hier rumzumeckern. So, Polizei vor uns. Das ist ganz doof. Das Schlimme ist, die fahren aber auch keine 60. Das heißt, wir könnten die überholen. Wir müssen bloß aufpassen, dass wir nicht zu schnell werden. Weil hier fährt keiner 60. Außer ich. Spannend ist natürlich die Frage, wie weit muss ich weg sein von den Cops, dass ich hier wieder Gas geben kann. Ich denke mal, was macht er da? Mitten auf der Straße stehen und dort respawnen. Oh. Tunnel weiß ja auch schon, wo wir da lang müssen. Da müssen wir nämlich gleich hier die Giuliano-Bridge runter und dann fett die Spitzkehre. Und dann geht's durch den Tunnel. Genau, es gibt nämlich auch einen Tunnel. Da geht's dann durch. Den sind wir, glaube ich, sind wir ja schon gefahren. Als wir Sam und Paul da abgeliefert haben. Ja, ja, kurz durchgemuggelt, ja. Ja, das war doch Fingerspitzengefühl, ja. Polizeiwege, ne, kann ich mal laufen lassen, ja. Hier, siehst du, schnell. Etwas langsamer? Ich tue alles, um sie hinzubringen. Genau, rummeckern, dass es zu lange dauert und... Ja... Rummeckern, dass es zu lange dauert und auf der anderen Seite sich beschweren, dass es zu schnell geht. Ja. Die fahren ja eine Kelle zusammen. So, ab in den Tunnel. Polizei im Wege? Nein, können wir mal bei Rot rüberfahren. Polizei kommt da erst. So. Normalerweise waren ja Mauthäuschen mal angeplant, aber die haben sie wohl dann doch nicht vollständig implementiert. Schön, wie die Akustik nachlässt. So richtig Tunnel-Feeling. Aber die Entlüftungsanlage, die vermisst man hier. Gibt's nicht. Also hier dritte Gabala stickt noch. Oh, auf geht das. Ja, so, jetzt hier abbiegen. Oder bin ich hier richtig? Nee, nicht abbiegen. Das wäre ja fast in die Hose gegangen. Einmal sinnlos gefahren. Oh. Neckisches Detail nur so am Rande. Wir haben da unten rechts den Tacho. Der zeigt nicht nur die Geschwindigkeit an, sondern auch die Drehzahl. Wir haben eine schleifende Kupplung.
Und Kilometer. Der zeigt einem, wie viele Kilometer wir fahren. Also das ist wirklich ein laufender Kilometerzähler. Der bewegt sich auch. So, weiter. Ja, ramm mich noch, du Arsch, du. Sag mal los nochmal. Sei Glück, dass ich noch Taxifahrer bin und nicht in meinem neuen Berufszweig. Da hätte es jetzt gescheppert. So. Und unten die Tankanfülle zeige. Die ist nicht nur Spaß, die ist auch irgendwann alle. Okay, zum Parkplatz. Wir parken. Das müsste reichen. Stimmt so. Hui. Das war schon mal ein harter Arbeitstag. Ich brauche eine Pause. Ich auch. Nein, ich noch nicht. Wir machen natürlich weiter. Weil wir haben ja noch gute 10 Minuten Zeit in der heutigen Kaffee Folge. Ich ruhte mich im Taxi aus, während ich auf neue Kundschaft wartete. Ich war ganz in der Nähe von Salieris Bar. Ah ja, nicht geht über ein schönes, entspanntes Päuschen. Kann ich ja in 10 Minuten machen, wenn die Folge rum ist. Ja. Himmel. Da gibt's gleich Ärger. Haben wir dich, du Ratte. Du hast Mr. Morello sehr verärgert. Wir werden dir eine kleine Lektion erteilen, damit du es nicht wieder vergisst. Diese Schweine hatten sich mein Nummernschild gemerkt und sich auf die Suche nach mir gemacht. Louis wird sich deiner Visage annehmen. Okay. Nee, wird Louis jetzt nicht machen, weil Louis ist so langsam. Mach ihn fertig. Wir verschwenden nur unsere Zeit. Das Schlimme daran ist... Es war klar, dass ich so schnell wie möglich da raus musste. Allein konnte ich dieses Monster niemals schaffen. Ich dachte mir, dass es für Mr. Salieri nun an der Zeit wäre, mir seine Dankbarkeit zu zeigen. Salieris Bar war gleich um die Ecke. Und der Anblick war verlockender als ein Baseballschläger auf meinem Kopf. Ja, kann ich verstehen. Das Schlimme, zum Glück schießen die Scheiße. Und die Munition ist begrenzt. Oh, schön hin und her eiern. So, die eigentliche Schwierigkeit dabei war ja, hier damals den Weg zu finden. Weil der ist nicht unbedingt klar. Da kann man schon so den ein oder anderen Versuch verkacken. Man hat zwar oben die schicke Kompassnadel, die einem dann grob die Richtung anzeigt. Ja, ja, da hinten in der Gasse. Ich glaube, der, wir wissen, was für Probleme er hat. Ja, ja. Ja, Polizei wäre super. Auf mich wird geschossen. Aber das scheint dich da oben ja auch nicht zu stören. Oh, wo müssen wir denn jetzt hier lang? Ach, hier lang. Alles, was wir brauchen. Läuft super. Wie ich das allererste Mal gemacht habe, da habe ich ewig gebraucht. Ah, Weg finden, zweit wird auf dich geschossen. Und ich habe das Gefühl, die haben früher auch besser getroffen. Ihr könnt ja gerne mal eure Erfahrung damit teilen, wie das so war. Oh, da ist Salieris Bar. Oh, da haben sie noch einmal getroffen. Oh, das wäre großer Scheiß, wenn sie, wenn wir es jetzt verkacken. Zum Glück nicht. Huiuiuiui. Naja, Salieris Bar. Salieris Jungs kamen mir zu Hilfe, aber ich war in keiner beneidenswerten Lage. Ich hatte die Reparatur des Taxis abbezahlt, aber mein Boss wollte nichts mit der Mafia zu tun haben. Das war nicht gut fürs Geschäft. Die feinen Klamotten von Salieris Jungs zeigten, dass es bestimmt nicht übel war, für ihn zu arbeiten. Und ich hatte nichts zu verlieren. Morello war hinter mir her, also war Taxifahren keine gute Idee. Und die Aussicht auf Salieris Geld war nicht schlecht. Wie ich zu sagen pflege, lieber jung und reich sterben. So, die beiden Freunde, das Problem hat sie erledigt. Jetzt also kommt unser großer Auftritt. Will mich wohl so richtig wütend machen. Aber ich bin ein geduldiger Mensch. Wie heißt du, mein Sohn? Thomas Angelo. Ich werde dir eine Chance geben, Tommy. Ich mag neue Leute.
Wir sind hier eine große Familie. Pauli und Sam kennst du ja schon. Frank hier ist meine rechte Hand und kümmert sich ums Rechtliche in unserem Geschäft. Der hinter der Theke heißt Luigi. Das Geschäft schlägt oft auf den Magen, aber Luigi ist ein Spitzenkoch. Ohne Mampf kein Kampf, stellt dir noch Vincenzo und Ralph vor. Wir sind viele. Aber das sollte vorerst reichen. Und jetzt hör mal genau zu. Wir haben hier ein paar Regeln. Leg dich nicht mit den Bullen an. Wir bezahlen sie gut und sie lassen uns in Ruhe. Aber wenn du zu weit gehst, machen sie dich fertig. Auch wenn sie korrupt sind. Wenn sie dich einbuchten, hältst du den Mund und ich helfe dir. Ich bin gut zu denen, die mir helfen. Und die, die das nicht tun, leben nicht sehr lang. Capisce? Ja, Mr. Salieri. Capisce. Das freut mich. Heute gebe ich dir die Chance, es den Schweinen heimzuzahlen, die dein Taxi ruiniert haben. Mal sehen, was du so drauf hast. Morello hat eine Bar. All seine Gorillas gehen dahin. Alle Autos parken hinter dem Zaun, neben der Bar. Wenn du gut bist, stehen die morgen früh nicht mehr da. Pauli kommt mit dir, nur für den Fall. Bei Vincenzo kriegst du die Ausrüstung und bei Ralph ein Auto. Super, erster Mafiosi-Job. Ich würde ihm nicht trauen. Er hat zu lange gezögert. Er hat nur angenommen, weil er keine Wahl hatte. Abwarten, Frank. Abwarten. Ich frage mich vielmehr, was Morellos Problem ist. Will er wirklich einen Krieg beginnen? Vincenzo ist der Waffenexperte des Don. Sie kennen sich seit ihrer Kindheit. Er besorgt dir, was du brauchst. Von der MP bis zur Kanone. Vinny hat einfach alles. Ich gehe vor einem Job immer bei ihm vorbei. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Pauli. Das hier ist Tom. Ist gerade bei uns eingestiegen. Schön, dich kennenzulernen, Tom. Was kann ich für euch beide tun? Wir haben einen Job zu erledigen. Wir brauchen was, um ein paar Autos zu verschrotten. Dieses klassisch schlichte Sportgerät sollte reichen. Und falls nicht, habe ich noch ein paar Cocktails gemixt. Seid vorsichtig damit. Vielen Dank, Vincenzo. Bring den Schläger zurück. Gehört meinem Neffen. Na klar. Ah ja. Sportgerät. Naja, wer wollt sportlich betätigen gleich? Ralph, den ich dir jetzt vorstelle, ist ein kompletter Idiot. Aber er hat ein Händchen für Autos. Ich frage mich, wieso ein Idiot überhaupt irgendwas kapieren kann. Aber so läuft's halt manchmal. Besuch. Wie läuft's denn, Pauli? Hey, Ralphie. Ich sehe, du hinkst immer noch. Dann haben wir ja jetzt zwei Krüppel hier. Das stimmt, aber ich bin kein Idiot. Das hier ist Tom. Wenn du ihm ein geklautes Auto bringst, Tommy, macht er es zu deinem eigenen. Und keiner merkt den Unterschied. Ralph, Tom und ich haben einen Job zu erledigen. Und du hast einen fahrbaren Untersatz für uns. Stimmt. Hier ist er. Ist zwar kein Flitzer, aber für eure Zwecke müsst ihr erreichen. Okay. Kleines, schickes, niedliches Wägelchen. Danke, Ralfi. Los geht's. So. Aber leider schlechte Nachrichten, weil meine Uhr sagt nämlich, die Zeit ist schon rum. Mit diesem kleinen, schicken Wägelchen von Ralph werden wir beim nächsten Mal dann wieder loslegen, wenn es wieder heißt Let's Play Mafia, Mafia 1. Ich hoffe mal, ihr seid alle mit dabei, hattet Spaß bis jetzt und jetzt geht es richtig los. Nicht vergessen, abonniert den Kanal, damit ihr die weiteren Folgen nicht verpasst. Sonst erzählt es euren Kumpels, Freunden und eurer Mutter, dass es hier geilen Stuff gibt. Mehr Leute, umso besser. Nicht vergessen, Daumen nach oben und ich bin Mac Vurago und sagt Servus und Ade.